Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest in den Hintern Tweetin in Sturmsanktal in diesem Gebiet. Ich starte aber von diesem Flugpunkt aus. Natürlich könnte man auch von woanders hinlaufen. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass man nicht gleich zu den Ettins diesen Hügel hochlaufen darf, sondern man muss zuerst mit Marie Fürbitzhafen quatschen. Ich dachte zunächst, die ist irgendwo dort oben bei den Ettins, aber nein, sie ist hier in diesem Häuschen. Ihr seid nicht von hier, oder? Hier, glaube ich, muss man die Untersprechblase anklicken. Dann wird es abgehakt. Nun heißt es, Steinschleuder-Ettin getötet und Trock getötet. Falls ihr mit dieser Mavi nicht quatscht, startet noch nicht mal diese Weltquest, soweit ich weiß. Also, ich habe es getestet, bevor ich mit der jetzt gesprochen habe, habe ich vorher umeinander gesucht, keine Weltquest vorhanden. Und wie man sieht, jetzt ist eine vorhanden. Nun darf ich von diesen Steinschleuder-Ettin töten. Hab hier auch ein extra Knopf, Mehlbombe. Damit tut man die Ettins blenden und kann ungehindert Schaden auf sie machen. Sollte euch einmal dieses Mehlbombe nicht genügen, könnt ihr kurz vor Ablaufen des Debuffs vom Ettin weglaufen und dann nochmal diesen extra Knopf drücken. Wie ihr seht, bin ich jetzt in Reichweite von ihm. Aber solange er geblendet ist, könnt ihr weglaufen und dann nochmal die Mehlbombe nutzen. Ich werde es im Zusammenhang gleich beim nächsten Ettin zeigen. Laufe mal hier hoch. Diese Ettins gibt es auch hier unten. Wie ihr seht, haben die jetzt einen Debuff, Mehlbombe. So, und jetzt laufe ich weg. Cooldown ist gleich weg. Und jetzt werfe ich nochmal. Und fast ausgegangen. Ich hätte ein bisschen früher weglaufen sollen. Egal. Hat nicht mehr viel Leben, schaffe ihn auch so. Noch diese Ziege hier töten. Also das ist ein bisschen aufwendiger mit dem Weglaufen und allem. Aber wenn nötig, kann man zumindest die Weltquest alleine machen. Mein aktuelles Item-Level ist 341. Und jetzt hat es geklappt. Jetzt ist er geblendet. Funktioniert wunderbar. Das habe ich jetzt nur gemacht, um es euch zu zeigen. Ich werde jetzt diese Mehlbombe nur einmal benutzen. Wie ihr seht, dauert der Kampf wesentlich länger, wenn man die Mehlbombe kein zweites Mal benutzt. 4 von 10. Mein nächstes Opfer. Falls ich da nicht hinunterfalle. So. Thank you.
Mal schauen, ob ich da eine Lücke finde zwischen seinen Angriffen. Ne, der haut einfach zu schnell zu. Vielleicht jetzt? Nö, nö, nö. Geht einfach nicht. Ja, welcher Rating zählt genauso für diese Quest, Weltquest. So, gleich habe ich wahnsinnige 6 von 10. Wie ihr seht, muss man für diese Weltquest auch Zrock töten, oder Trock. Dieser patrouilliert hier entlang. Weiß jetzt nicht aber, wie weit er hochgeht oder wie weit er hinunterkommt. Aber damit ihr Bescheid wisst, er ist in diesem Gebiet. Kann auch nicht besonders viel, finde ich. So, nun fehlen noch 4 Etins. Ist auch schon einer. Die haben ziemlich viel Leben. Zumindest wenn man Low Equip hat. So, 7 von 10. Der wurde von jemand anderem gepult. Dann pulle ich den. Ah, ich kann da. Also, dachte, er wird tot gemacht, aber nein. Ja, oder der benutzt nicht sein Mail. Dann wäre er schon tot. Also, der levelt. Ja, die sind auch Teil von einer Quest, also beim Leveln. Allerdings gibt es normalerweise da auch das Mail. Sollte man auch dazu benutzen. Der 9. Mob, hurra! Hurra! Gleich ist die Weltquest abgeschossen. So, 9 von 10. Den letzten, den ich töten darf, werde ich wieder mit 2x Mehlwerfen machen. Nehme hier den Schlafenden. Oh, jetzt ist er aufgewacht. Bin aber verlangsamen und dann nutze ich mein Mehl. So. Ja, die dumme Ziege ist gedet. Jetzt laufe ich weg. Mail ist gleich bereit. Nutze es nochmal. Ah, jetzt. Okay, dann ohne 2x Mail. Aber ihr habt es vorhin, glaube ich, gesehen. Da habe ich es gezeigt. Die Ziege hat mich gehindert, es nochmal zu machen. Ich hätte sie auch vorher töten können. Ja, ich weiß.
hoffen wir, dass und die Weltquest ist abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.